Am vergangenen Wochenende hat die Tour de France begonnen, das drittgrößte Sportereignis der Welt. Im Vorfeld wurde ja viel über die Dopingbeichte von Jan Ullrich berichtet. Die deutschen Fahrer bei der Tour in diesem Jahr bekennen sich ganz klar zum Anti-Doping-Konzept. Und das machen auch die Racing Students. Das ist ein Radsportteam hier aus der Region. Und Martin Hoffmann hat zwei rasende Studenten in Offenburg getroffen. Bevor es für die Racing Students auf die Straße zum Training geht, heißt es erst einmal lernen. Philipp Ries und Jasmin Rebmann studieren im vierten Semester BWL in Offenburg am Campus in Gengenbach. Beide leben für den Radsport, trotzdem soll die Ausbildung nicht zu kurz kommen. Und das macht die Racing Students aus. Sie verbinden Leistungssport mit einer akademischen Ausbildung. Für ein Leben nach der aktiven Laufbahn ist also gesorgt. Um sich bei den Rennen vorne einzureihen, ist Disziplin gefragt. Da kann die Sonne noch so brennen, trainiert wird täglich. In der Woche kommen da schon mal 15 Stunden zusammen. Ja, morgens wird dann erstmal gefrühstückt und dann haben wir meist vormittags Vorlesungen. Und dann nachmittags gehe ich dann sofort eigentlich aufs Rad. Und abends wird dann nicht mehr so viel gemacht, entweder noch ein bisschen gelernt oder einfach nur ein bisschen gechillt vor dem Fernseher. Bei den Männern ist das Trainingspensum noch einmal größer. Aber die Erfolge, sie sprechen für sich. Seit 2012 ist Philipp Ries bei den schnellen Studenten mit dabei. Durch das Studium ist die Trainingszeit natürlich begrenzt. Rundfahrten mit Etappen jenseits der 130 Kilometer gehören nicht zum Terrain der Studenten. Sie will dann auf der Kurzstrecke. Auch Profiteams fahren dort oft nur hinterher. Bei Rennen wie Kriterien oder so, da ist uns klar, dass wenn wir mit 5, 6 Mann am Start stehen, uns alle einig sind, für wen wir fahren, denen eigentlich schon von der Einstellung her überlegen sind. Weil die sind meistens vielleicht dann nur zu dritt am Start und dann kocht sich jeder sein eigenes Süppchen. Und so wird einfach nicht die Energie in eine Person gesteckt, sondern jeder steckt in sein eigenes Hinterrad rein. Und bei uns ist es einfach anders. Von der ganzen Konzeption wird einfach vorher abgesprochen, für wen wird gefahren. Einer soll gewinnen und für die Person wird dann halt auch 100% gegeben. 100% Leistung, saubere Leistung, dopingfreie Leistung. Das ist bei den Racing Students Voraussetzung. Wer auch nur in Zusammenhang mit leistungssteigernden Mitteln gebracht wird, für den ist Schluss. Die Studenten übernehmen hier deutschlandweit eine Vorreiterrolle für einen sauberen Radsport. Unsere Philosophie ist klar, Racing Students ist eigentlich Anti-Doping-Konzept an sich, weil die Fahrer eine vernünftige Berufsausbildung oder Studium haben und dann nicht mit 3, 4, 25 vor der Frage stehen, wie komme ich an ein wichtiges Ergebnis, damit ich im nächsten Jahr wieder einen Vertrag bekomme, habe aber eigentlich keinen Schulabschluss oder vielleicht nur einen Schulabschluss, keine Berufsausbildung. Und wenn man sich diese Frage stellt, ist es sehr leicht, in die Dopingkreise abzurutschen für die Profisportler. Und genau das gilt es bei uns zu verhindern. Und durch vernünftige Studienbedingungen, Erleichterungen, Kontakte in die Hochschulen zu Firmen für Projektarbeiten, für Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, dort eben besonders vorzusorgen. Die Zukunft der Sportler ist also gesichert. Jetzt können Philipp und Jasmin wieder ihrer Leidenschaft nachgehen. Und die heißt Straßenrennen fahren. Auf geht's zum nächsten Wettkampf.